Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine wunderbare, einfache, erfrischende und fruchtige Torte. Und zwar eine Pfirsich-Sahne-Joghurt-Torte ohne Backen. Sie besteht aus einem Löffel Biskuitboden und einer ganz leckeren, fruchtig-frischen Creme. Und natürlich obenauf den wunderbaren Pfirsichen und der Zitronen-Götterspeise. Also was ganz, ganz Leckeres, was auch Kinder begeistert, was aber auch ebenso Erwachsene begeistert und was wirklich wunderschön aussieht auf jeder Kaffeetafel. Das Rezept findet ihr wie immer hier unten unter dem Titel in der Infobox verlinkt. Ich verlinke es auch gerne hier oben auf dem kleinen i nochmal. Da könnt ihr auf meinen Blog surfen und dort das Rezept nachlesen und auch ausdrucken. So müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Vergesst bitte auch nicht, hier den Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen ist. Jeden Sonntag um 10 Uhr, außer in den Ferien, gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Und deswegen, ja, alle mal abonnieren und auch den Kanal weiterempfehlen. Wir starten mit unserer leckeren Pfirsich-Sahne-Joghurt-Torte. Für dieses Rezept verwende ich jetzt einen Tortenring mit 26 cm Durchmesser. Den habe ich mir auf meine Tortenpappe gestellt. Genauso könnt ihr aber auch gleich auf der Tortenplatte arbeiten. Gar kein Thema, wenn euer Kühlschrank groß genug ist. Und hier kommen jetzt meine Löffelbiskuits rein. Einfach gerade hineinlegen. Ebenso gut könnt ihr natürlich meinen Sugar Princess Biskuit verwenden, einen Boden. Gerne auch noch einen zweiten einziehen, wenn ihr das wollt. Ich hatte jetzt noch Löffel Biskuit übrig und deswegen mag ich die jetzt verwenden. Jetzt breche ich mir noch so kleinere Stückchen und die werde ich dann hier noch ranlegen an die Seiten. Wer gerne Torten mit Löffelbiskuit hat, der sollte sich auch mal meine Malakoff-Torte anschauen. Die ist auch wunderbar und sehr, sehr empfehlenswert. Kann ich euch auch gerne hier nochmal verlinken auf dem kleinen i. So, dann ist das schon mal vorbereitet. Wir stellen uns gerade beiseite und kümmern uns um die Füllung. Jetzt weichen wir uns 11 Blatt Gelatine ein oder entsprechend könnt ihr auch natürlich Agatine verwenden. Und zwar nehmen wir hier kaltes Wasser. Die Gelatine gerade einweichen, so etwa 5 Minuten. Das Wasser wird nachher verworfen. Und wenn ihr mit Agatine arbeitet, mit einem veganen Geliermittel, dann rührt man einfach das Geliermittel mit kalter Flüssigkeit auch an und muss das dann sprudelnd aufkochen und dann direkt heiß in die Masse einrühren. Das stellen wir uns gerade beiseite. Das hier sind meine Pfirsich, das war eine große Dose mit 850 ml Inhalt und ich habe jetzt hier schon Scheiben, damit ich nachher nicht schneiden muss, aber zur Not könnt ihr auch halbierte Pfirsiche verwenden. Genau, wir brauchen auch die Flüssigkeit der Pfirsiche, also nicht verwerfen und die können wir auch noch gerade beiseite stellen. Wir brauchen für die Creme 300 Gramm griechischen Joghurt. Ich nehme da immer die Vollfettstufe, das schmeckt am besten. Hinzu kommt die Hälfte von dem abgetropften Pfirsichsaft, das sind so 150 Gramm. Die andere Hälfte brauchen wir für die Gelatine dann. Dann kommt etwas Zitronenschale hinzu, ungefähr die Schale einer halben Zitrone, ganz nach Geschmack. Es kann auch eine Orange sein. Hinzu kommen 2 Esslöffel Puderzucker und dann können wir das Ganze miteinander verrühren. Es duftet schon super, super lecker. So, und jetzt haben wir ja unsere eingeweichten Gelatineblätter. Die können wir jetzt etwas ausdrücken, dass das Wasser weggeht. Einfach zwischen den Fingern. Dieses Wasser kommt weg, das verwenden wir nicht. Stattdessen nehmen wir jetzt uns die restliche Pfirsichflüssigkeit. Die habe ich mir heiß gemacht. Sie darf nicht kochen, sie sollte wirklich nur heiß sein. Und hier lösen wir jetzt unsere Gelatine drin auf. Und ihr seht, sie verschwindet schon. Jetzt kann man auch ein bisschen nachhelfen und ein bisschen rühren. Sie sollte sich natürlich ganz aufgelöst haben, bevor wir jetzt unseren Angleichprozess durchführen. So, wunderbar. Unsere Gelatine ist schön aufgelöst. Gucken, dass wirklich keine Stückchen mehr übrig sind. Sonst eventuell noch etwas erhitzen. Und bei der Agatine ist es jetzt so, dass ihr sie einfach in dem Saft aufkochen könnt und dann kann man sie in die Joghurtmischung einrühren. Und hier ist es jetzt so, dass wir ein bisschen warten müssen bzw. angleichen, damit wir hier die gleiche Temperatur kriegen, damit unsere Gelatine nicht klumpt. Die lassen wir jetzt gerade so ein bisschen noch abkühlen und in der Zeit können wir hier noch unsere pürierten Pfirsiche hinzurühren.
Und zwar werde ich jetzt so ungefähr 3 Pfirsichhälften hier hinzugeben. Und eine Hälfte macht immer so 3 Schnitze, also 9 Schnitze. 5, 6. Also die dicksten am besten, denn die für oben brauchen wir ja noch. So in etwa. Dann haben wir den Rest noch für den Belag oben auf übrig. Die Pfirsiche gerade durchpürieren. Die werden wir jetzt noch zu unserem Joghurt dazu rühren. Jetzt müssen wir die Gelatine angleichen. Dazu gebe ich mir etwas von der Pfirsich-Joghurt-Masse hier in die Gelatine und verrühre das gerade. 3 bis 6 Esslöffel. Und sobald die Gelatine nicht mehr so warm ist und die Temperatur halbwegs angeglichen ist, können wir sie dann hier in die Joghurtmasse einrühren. Unter ständigem Rühren, dann klumpt da auch nichts. Wunderschön! Diese Masse lassen wir uns jetzt 10 Minuten im Kühlschrank angelieren und schlagen in der Zeit die Sahne steif. Und dann werden wir die Sahne einfach noch unterheben. 400 Gramm kalte Schlagsahne schön steif schlagen. Wunderschön, unsere Sahne ist steif geschlagen. Jetzt können wir unsere angelierte Pfirsich-Joghurtmasse nehmen und die Sahne dort unterheben. Und dann kann unsere leckere Creme auch schon auf den Boden gegeben werden, beziehungsweise auf die Löffelbiskuits, je nachdem, was ihr verwendet. Die Masse ist schön angeliert. Wir haben auch schön diese Pfirsichstückchen drin. Dadurch bekommt die Creme auch noch etwas schöne Struktur. Jetzt kann die Sahne hier drauf gegeben werden. Schaut euch das mal an, wunderschön, der Farbkontrast. Und die hebe ich jetzt gerade in 2 Portionen unter. Die restliche Sahne noch oben auf. So, den Rest auch noch unterheben. Wunderschön, eine wunderbare Masse. Ich mag gerne so fruchtige Massen, finde ich wirklich super lecker. Gerade noch einmal mit dem Spatel arbeiten, dass man von unten ganz gut hochholen kann. Wunderbar, sehr, sehr lecker. Ich kann euch sagen, diese Masse schmeckt traumhaft. Man kann daraus auch leicht ein Dessert machen. Wem sie zu wenig süß ist, sie hat ja nur 2 Esslöffel Puderzucker, der kann gerne natürlich mehr verwenden. Ich finde sie so sehr, sehr lecker. Es ist mal eine Torte, die nicht so süß ist. Wir können die Masse nun auf unseren Boden geben, also auf unsere Löffelbiskuits. Oder wenn ihr meinen hellen Biskuit verwendet, dann gerne auch auf den Biskuit. Ganz schön schnell zieht die Creme an, deswegen nicht zu lange warten damit, beziehungsweise nicht so stark angelieren lassen, sonst kriegt man es so schlecht verteilt dann. Natürlich schön glatt streichen mit der Palette. Schön in die Fugen der Löffelbiskuits streichen. Sehr, sehr lecker. Und bei mir zieht das Ganze wirklich sehr schnell an. Das ist gut. Dann braucht man nicht so lange zu warten, bevor man die Pfirsiche oben auflegt. Ich sag mal so ungefähr eine halbe Stunde. In der Zeit räume ich mir die Küche auf und dann kann man auch schon mal den Guss vorbereiten, denn der muss etwas abkühlen, bevor er hier dann drauf darf. Für die Götterspeise oben auf der Torte verwende ich 750 Milliliter Wasser. Ihr könnt auch nur das halbe Rezept zubereiten. 200 Gramm Puderzucker darin lösen. Auch da könnt ihr weniger nehmen. Und jetzt gebe ich hier die Götterspeise hinzu, und zwar 2 Päckchen. Und jetzt können wir das Ganze schön erwärmen, nicht kochen lassen.
Es geht nur darum, dass sich wirklich alles gut auflöst, vor allem der Zucker. Und dann lassen wir es so weit abkühlen, dass unsere Torte da nicht angegriffen wird, wenn wir das dann auf die Torte gießen. Ich gebe das jetzt in die Mikrowelle und lasse das einfach ein bisschen erhitzen. Die Götterspeise war bei mir eine Minute bei 600 Watt in der Mikrowelle. Genauso könnt ihr sie auf dem Herd erhitzen und schauen, dass sich der Zucker schön auflöst. So, die Torte war bei mir eine halbe Stunde auf dem Balkon bei 3 Grad. Das heißt, sie zieht recht schnell an, da bewegt sich nicht mehr viel. Und deswegen können wir jetzt hier auch schon weiterarbeiten. Und zwar mit unseren Pfirsichhälften. Die können jetzt einfach gerade hier oben raufgelegt werden. So, in einer Blume oder wie auch immer ihr das wollt. Ihr könnt sie auch einfach gerade drauf werfen. Ihr könnt selbstverständlich auch noch mehr verwenden. Schön dekorativ. Das sieht man natürlich nachher noch durch, denn die Götterspeise ist ja richtig schön durchsichtig. Und jetzt können wir hier unsere abgekühlte Götterspeise draufgeben. Schauen, dass sie wirklich nicht zu warm ist. Erstmal vorsichtig ausprobieren, dass wir sehen, ob da was anschmilzt oder nicht. Also wirklich gut abkühlen lassen erst. Aber ich denke, das funktioniert. Und wir arbeiten uns jetzt so lange vor, bis alles schön bedeckt ist oder wie weit ihr halt Götterspeise oben aufhaben wollt. So, ursprünglich wollte ich die gesamte Götterspeise oben aufgeben, aber ich habe mich jetzt entschieden, nur so ein bisschen was, sodass noch ein paar Pfirsiche rausschauen, auf die Torte zu geben. Das heißt, es reicht auch, wenn ihr euch ein Paket Götterspeise mit 375 Milliliter Wasser und 100 Gramm Zucker verrührt. Oder ihr könnt natürlich auch einen klaren Tortenguss verwenden. Die Torte ist schön fest geworden. Sie war bei mir über Nacht auf dem Balkon, schön abgedeckt mit einer Tortenhaube natürlich. Und ich werde sie jetzt aus der Form schneiden und sie dann final dekorieren mit Sahne und Belegkirschen. Mit einem scharfen Messer vorsichtig am Rand entlang schneiden. Sehr gut. Dann wie immer unseren Tortenring vorsichtig lösen. Wenn er irgendwo kleben sollte, dann vorsichtig mit dem Messer nochmal nachhelfen. Sehr, sehr fein. Ich kann sie mir auch mit meinem Biskuitboden sehr gut vorstellen. Ich schlage mir 250 Milliliter Sahne steif. Ich nehme immer gerne etwas mehr, dass einfach der Beutel nicht so schnell warm wird in der Hand. Und hier habe ich einfach Sahne fest und etwas Zucker und Vanillinzucker vermischt. Die Sahne erst schön anschlagen und dann erst das Zuckergemisch einrieseln lassen. So, die Sahne sollte wirklich sehr fest geschlagen sein für das Spritzen der Rosetten. Einfach so fest, dass ein Schnitt dieser Rührer sichtbar bleibt. Ich fülle mir die Sahne in einen Spritzbeutel mit der Tülle 1M. Das ist eine klassische Rosentülle und meine Lieblingstülle. Jetzt drücken wir uns die Sahne etwas nach vorne. Das geht am besten mit einer Teigkarte. So. Und dann natürlich nicht vergessen, schön zuzudrehen. Und wir haben einen schön gefüllten Spritzbeutel und es kann losgehen. Wir müssen natürlich jetzt so ein bisschen Pi mal Daumen spritzen. Ganz einfach deswegen, weil man die Götterspeise nicht einteilen kann. Deswegen orientiere ich mich jetzt einfach an den Uhrzeiten, so wie immer. Ich fange bei 12 Uhr an. 6 Uhr, 3 Uhr und 9 Uhr. Und so kann ich mich dann ganz gut orientieren. Jetzt gehe ich hier in die Zwischenräume und da spritze ich jeweils 2 rein. Sehr schön sieht die Torte aus. Wunderbar. Richtig hübsch. Jetzt gebe ich noch eine in die Mitte, denn hier ist so ein bisschen ein Loch und dann sieht das gut aus.
Dann spritze ich noch einen Schneckenrand hier außen rum. So sieht die Torte wunderschön aus. Genau so sollte sie sein. Jetzt setze ich noch meine Belegkirschen hier oben auf. Das könnt ihr selbstverständlich auch weglassen. Es ist kein Muss. Wer sie nicht mag, soll sie weglassen. Ich mag sie sehr gerne. Ich finde, das gibt jeder Torte eine unnachahmlich schöne Optik. Und die letzte für die Mitte. Und unsere wunderschöne Pfirsich-Joghurt-Torte ist fertig. Ich finde, sie ist einfach super, super appetitlich. Und ich werde sie jetzt mit euch zusammen probieren. Ich habe mir einen wunderbaren Teetisch hergerichtet und einen Tee gekocht, einen leckeren Darjeeling. Und dann schneiden wir das gute Stück einmal an. Und da kommt unsere wunderschöne Pfirsich-Joghurt-Torte. Oh, wie lecker ist denn das bitte? Ich freue mich jetzt sehr aufs Probieren. Sie duftet richtig lecker, richtig erfrischend. Mir läuft hier das Wasser im Mund zusammen. Sehr, sehr erfrischend, sehr fruchtig. Gleich mal noch einen. Also die Torte schmeckt sehr, sehr fruchtig, sehr erfrischend, sehr lecker. Ich würde beim nächsten Mal tatsächlich meinen Sugar Princess Biscuit darunter machen. Oder ich würde die Löffelbiscuits mit etwas Likör tränken. Ich finde sie so etwas zu trocken und schwierig zum Durchgehen mit der Gabel. Ansonsten finde ich die Torte super, super fein und lecker und erfrischend und empfehle sie euch sehr zum Nachbacken. Das war meine erfrischende Pfirsich-Joghurt-Sahnetorte ohne Backen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr backt sie einmal nach. Backen natürlich in Anführungszeichen. Und wenn ja, dann freue ich mich natürlich über eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr auch hier unter dem Videotitel in der Beschreibung, sowie auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Vergesst bitte nicht, mir einen Daumen nach oben dazulassen und vielleicht einen netten Kommentar. Da freue ich mich immer sehr darüber. Und ja, den Kanal abonnieren, das geht ganz einfach. Die kleine Glocke aktivieren, dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen ist. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Backen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder hier um 10 Uhr zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!